Also mein Name ist Orlando, ich male Brian und betreibe seit 24 Jahren jetzt den Writers Corner in Hannover. Also das erste Mal von Graffiti habe ich im Jahr 1988 gehört. Da war ich gerade so im Umweltschutzbereich aktiv in einer Kampagne gegen FCKW. Das war so ein Gas, was damals in Sprühdosen war und wollte, dass die verboten werden. Und da meinte ein Freund zu mir, aber nicht diese Farbdosen für Graffitis, weil Graffiti sind voll cool. Und das war das erste Mal, wo ich das Wort Graffiti gehört habe. Und so die ersten Sachen, die ich gesehen habe an sich, das war dann so ein Buch vom Grabbeltisch, Die Züge gehören uns, über Oldschool Graffiti in München aus den 80ern war das. Das waren so die ersten Sachen, die ich gesehen habe. In Hannover gab es noch nicht sehr viel, so ganz wenig damals. Ich mache mehr Buchstaben auf jeden Fall, ja. Kann man so direkt nicht sagen. Ich male eigentlich immer so semi-Wildstyle, aber auch mal 3D eine Zeit lang gemalt oder Throw-ups früher viel. Also bin ich eher offen, so nicht wirklich festgelegt, ja. Also wir haben damals einen Monat lang die U-Bahn-Station Sedanstraße bemalt mit drei New Yorkern und vier aus Hannover. Also das ging vor allem von der Östra aus, die hannoverschen Verkehrsbetriebe. Die haben damals so eine Gesellschaft gehabt, die sich auch viel mit Kunst beschäftigt hat. Die haben ein Jahr vorher diese Busstops in Hannover gemacht mit Künstlern aus der ganzen Welt und hatten danach vor, eben was mit Graffiti zu machen und sind dann über Umwege auf mich gekommen und dann haben wir das zusammen organisiert sozusagen. Und auch die New Yorker dann ausgewählt und eingeladen, ja. Am meisten ist hier so um den Shop herum sozusagen. Sonst gibt es auch noch ein paar Auftragsarbeiten, die sind aber meist schon etwas älter, weil ich jetzt eher weniger Auftragsarbeiten mache noch im Moment. Keine schöne Erinnerung ist es auf jeden Fall, wenn man nach einer Bastung gerade im Polizeiwagen sitzt und zur eigenen Hausdurchsuchung gefahren wird. Das ist so eher eine der schlechteren Erinnerungen. Ja, ich male noch, allerdings nicht mehr so viel wie früher. So nur noch ab und zu mal, ja. Also früher war das Interessante, hier gab es halt so gut wie noch kein Graffiti, das war für uns alles Neuland. Es gab halt alles zu entdecken und alles das erste Mal zu machen und das hatte auf jeden Fall schon eine starke Anziehungskraft. Und heute ist einfach, wenn man das seit 30 Jahren macht, dann wäre es einfach schade, damit einfach aufzuhören. Insofern macht man einfach weiter. Nicht unbedingt so, ich höre aber an sich nur Oldschool-Rap-Sachen oder Funk oder auch Reggae, aber neuere Sachen eher weniger. Insofern sind es meist noch die Sachen aus der Jugend, die auch so motivieren. Aber da gibt es viel, also da gibt es nichts Spezielles jetzt. So. Also drauf gekommen, bin ich oder sind wir eigentlich damals über Freunde aus Berlin, die da den Downstairs-Shop aufgemacht hatten. Dadurch bin ich auf die Idee gekommen, das hier in Hannover auch zu machen. Hat dann noch eine ganze Weile gedauert, so, aber ja, das war eigentlich so der Grund. Ja. Ich habe den im Dezember 1995 aufgemacht und die Idee ist so ein Jahr, anderthalb Jahre vorher aufgekommen. So. Dann haben wir irgendwann langsam angefangen, dieses Haus hier auszubauen innen. Das war vorher noch nicht ausgebaut sozusagen und ja, das hat dann aber etwas länger gedauert noch.
kann man so nicht sagen, aber wir haben das halt mit dem Geld aus der Sedanstraße gemacht. Also wir haben jeder mit 3.500 D-Mark quasi diesen Shop eröffnet. So. Bei der Bank haben sie uns gesagt, man braucht mindestens 250.000, um so einen Shop aufzumachen. Insofern sind wir dann auch nicht mehr zur Bank gegangen und haben es einfach so gemacht. Und es hat auch so funktioniert auf jeden Fall. Also am Anfang war es noch was schön Neues, Exotisches, so, wo die Leute auch eher positiv eingestellt waren. Aber als dann so in 2-3 Jahre später Streetbombing ziemlich aufkam in Hannover, hat sich das gedreht und wir haben hier auch sehr viel Ärger mit Anwohnern gehabt. Wir hatten über 12 Jahre hier einen älteren Herrn, der den Laden bestimmt 20 Mal mit Farbe beschmissen hat. Also gab schon auch sehr viel Gegenwind, ja. Also das Beste ist es eigentlich, dass ich quasi seitdem ich den Laden habe und auch schon vorher jeden gesehen habe, der hier in Hannover was mit Graffiti zu tun hatte, und das ist schon irgendwie ja, einmalig, ja. Also ich habe mir als Kind oder als Jugendlicher nie Gedanken gemacht, was ich später mal machen möchte, und dann war auf einmal Graffiti da und dann war auf einmal die Idee da, so einen Shop aufzumachen, und dann haben wir es einfach gemacht. Also es gab keinen wirklichen Plan vorher oder so, und ich habe auch noch viel Aufträge gesprüht eine Zeit lang, dann, aber letztendlich macht das mit dem Laden auf jeden Fall mehr Spaß noch, insofern kann man schon sagen, Traumjob, ja. Kann man so eigentlich nicht sagen, dass irgendwas besonders schlecht wäre oder so. Also macht immer noch Spaß. Ja. Keinen Boss zu haben ist halt immer sehr gut auf jeden Fall, und die Zeiten bestimmen zu können, alles. Ja. Auf jeden Fall genug, um auch noch alle anderen U-Bahn-Stationen in Hannover komplett anzuspulen. Also da gibt es genug, ja. Nicht unbedingt, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt gerne das Doppelte verdienen, dann aber 13 Stunden am Tag arbeiten und überhaupt keine Zeit mehr haben. Da war ich eigentlich nie so hinterher. Also zu mir macht mehr das vor Ort Spaß, mit den Leuten Kontakt zu haben, als jetzt unbedingt eine große Firma aufzuziehen oder viel Geld zu verdienen. Da insofern steht das eigentlich nicht an im Moment. Also so wirklich nicht, weil ich nicht so der Organisationstyp bin irgendwie. Deswegen, früher gab es mal so Corner-Partys zum Jubiläum immer, aber so wirklich Open Sessions oder so bisher noch nicht. Nö. Vielleicht mal in Zukunft, ja, aber bisher noch nicht auf jeden Fall. Genau, wenn man alleine ist, ist immer ist so schwierig. So. Und ich bin nicht der, der so gerne organisiert, und das muss man dafür, so, weil es ist viel Arbeit immer. Ja. Und man hat selber halt nicht viel davon, deswegen habe ich da bisher dankend drauf verzichtet. Ja. Also gibt viele auf jeden Fall, so besonders imponieren mir Leute, die auch viel im Illegalen mal gemalt haben oder so. Und also vielleicht Schins aus Dortmund, aber sonst, ja, gibt viele auf jeden Fall, ja. Es gibt viele Definitionen. Ich sage immer so, dass wir mehr so Writing-Graffiti machen, also wo es darum geht, seinen Namen zu schreiben quasi, vor allem eben. So kann man das ganz gut unterscheiden, so mit anderen Formen von Graffiti oder politischen Graffiti oder was jetzt vor 2000 Jahren gemacht wurde, obwohl das auch schon Namensgraffiti teilweise war, aber so die Ausgestaltung der Buchstaben, ja, so das, ja, ist so meine Definition eher, ja.
Ja, weil es ist in den Straßen zu finden und es ist Kunst, meiner Meinung nach. Insofern ist es Street Art, ja. Ist die bessere Street Art, sage ich immer. Weil es nicht versucht, den Leuten zu gefallen, sondern weil es halt was vorgibt, was auch viele Leute nicht verstehen können oder wo viele Leute eher angestoßen werden, auch negativ. Und Kunst sollte immer, finde ich, auch ein bisschen provozieren und nicht unbedingt darauf aus sein, nur den Leuten zu gefallen. Und das ist im Street Art Bereich eben viel so, dass die Leute versuchen, Sachen zu machen, die jetzt allen gefallen unbedingt, oder das möglichst sanft zu machen mit Aufklebern oder Plakaten, die aber ganz schnell wieder ab sind, die nicht so viel Effekt haben einfach. Deswegen tendiere ich da eher zu richtigen Graffiti. Frage. Auf jeden Fall braucht man sehr viel Durchhaltevermögen und Disziplin, um besser zu werden. So ein Spruch, den Lee uns damals 95 auch schon mit an die Hand gegeben hat. So. Und der gilt, finde ich, immer noch auf jeden Fall. Und man braucht nicht denken, dass man das in ein, zwei Jahren schon schafft. Das ist ja heute immer so, dass die Kids nach kurzer Zeit frustriert sind, wenn es dann nicht klappt, so im Internetzeitalter. Also auf jeden Fall Geduld ist das Wichtigste, ja, und dabei bleiben.